Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal 15 Fakten zur neuen Canon EOS 5D Mark IV an. Diese Kamera wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres erscheinen. Und ja, nicht alle Fakten, die ich euch jetzt sagen werde, sind schon bestätigt. Manche Sachen sind einfach noch Gerüchte, manche Sachen sind einfach logisch zu erschließen. Und manche Sachen sind aber auch schon wirklich geleakt. Deswegen nicht alles, was ich jetzt sage, muss stimmen. Manche Sachen können sich noch ändern. Aber die meisten Sachen sollten eigentlich stimmen. Deswegen ja, Intro. Der erste Fakt wird eher die Fotografen unter euch ansprechen, und zwar wird die Canon EOS 5D Mark IV 28 Megapixel haben. Das sind ein paar mehr als die alte 5D Mark III, die hat nämlich nur 22,3 Megapixel, und neue Gerüchte besagen sogar, dass sie vielleicht sogar 32 Megapixel hat. Kommen wir zum zweiten Fakt, und zwar werden die ISO-Werte der 5D Mark IV von 100 bis 51.200 gehen, und wenn man die erweitert, sogar bis 204.800, und wenn das jetzt auch noch gut im Dunkeln funktioniert, dann kann man sie wahrscheinlich sogar ziemlich gut mit einer Sony Alpha 7S Mark II vergleichen. Der dritte Fakt wird auch nochmal eher an die Fotografen unter euch gehen, und zwar eher an die Sportfotografen, und zwar wird die 5D Mark IV 9 Bilder der Sekunde schießen, und das ist schon mal so einiges, weil die alte 5D Mark III hat nur 6 Bilder in die Sekunde geschossen, also vor allem für die Sportfotografen unter euch. Die 5D Mark IV wird 9 Bilder in der Sekunde schießen. Kommen wir zum vierten Fakt. Die neue 5D wird höchstwahrscheinlich 4K-Videos schießen. Und das ist wirklich sehr gut, denn 4K ist zurzeit sehr im Kommen. Es gibt viele günstigere Fernseher und auch Monitore, die 4K anzeigen können. Und man kann sogar 4K-Videos auf YouTube hochladen. Sogar die GoPros und vor allem die neuen iPhones schießen 4K-Videos. Deswegen ist es sehr gut, dass die neuen Canon-Kameras damit jetzt auch mal ausgestattet werden. Der fünfte Fakt passt sehr gut zum vierten Fakt, und zwar wird die neue 5D nicht nur 4K-Videos aufnehmen können, nein, man hat auch wie bei der 5D Mark III einen Kopfhöreranschluss, sodass man sich während des Filmens anhören kann, ob der Sound gut ist oder nicht, nicht so, dass man dann im Nachhinein im Schnitt mit bösen Überraschungen zu kämpfen hat. Kommen wir zum sechsten Fakt, und der wird am meisten wehtun, denn es geht um den Preis. Die Canon EOS 5D Mark IV wird höchstwahrscheinlich wieder über 3000 Euro kosten, wahrscheinlich so um die 3500 bis 3600, ungefähr so viel wie die 5D Mark III, als sie rausgekommen ist. Der siebte Fakt wird wahrscheinlich auch die meisten unter euch freuen, und zwar wird die neue 5D einen Touchscreen bekommen. Wahrscheinlich leider keinen ausklappbaren, so wie die neue 80D oder auch die alte 70D oder meine 700D, mit der ich gerade aufnehme. Die ist wirklich zum Filmen oder Blumen fotografieren, wenn man sich so verrenken muss, echt gut, wenn man dann mal hier den so verbiegen kann. Aber die meisten Profifotografen wollen lieber eine robuste Kamera, die nicht kaputt gehen kann, wo der Touchscreen nicht einfach mal so abfallen kann. Deswegen wird sie wahrscheinlich keinen ausklappbaren haben, aber einen festen mit der Touchfunktion. Der achte Fakt besagt, dass die 5D schon an Fotografen ausgeliefert wurde. Das heißt, sie ist wirklich im Endstadium und die letzten Fehler werden ausgetestet und behoben, sodass sie dann, kommen wir zum neunten Fakt, im September auf der Fotokina 2016 in Köln in Deutschland ausgestellt werden kann. Da wurde auch schon ihr Vorgänger die 5D Mark III preisgegeben. Im zehnten Fakt geht es um den neuen Prozessor, der in der neuen 5D Mark IV eingebaut werden wird. Und zwar wird das der DIGIC 7 Plus Prozessor sein. Zum ersten Mal in einer neuen Canon Kamera. In der 5D Mark III war es noch der DIGIC 5 Plus, aber in der Mark IV eben der DIGIC 7 Plus. Im 11. Fakt geht es um die Speichermedien, die man in die 5D Mark IV reintun werden kann. Und das ist einmal ein Slot für eine CFast 2.0 Karte und einmal ein Slot für eine SD-Karte, für eine ganz normale SD-Karte. Das heißt, man hat zwei Slots für zwei verschiedene Karten und somit sehr viel Speicherplatz für viele schöne Bilder und Videos. Der 12. Fakt sind quasi gleich zwei Fakten, und zwar wird die 5D Mark IV eingebautes Wi-Fi haben. Das heißt, man kann die Bilder, die man geschossen hat, ganz schnell auf sein Handy bekommen und dann auf Instagram oder auf sonstigen Social Media Plattformen teilen. Und der zweite Fakt vom 12. Fakt ist, sie hat eingebautes GPS. Das heißt, man kann sie wahrscheinlich orten lassen, falls man sie verloren hat. So wie beim iPhone zum Beispiel, mein iPhone suchen, und dann kann man es orten lassen und findet sie so schnell wieder, falls man sie verloren hat. Er sollte seine Kamera verlieren, der 5D, die ist so groß, ich meine. Na, aber GPS. Im 13. Fakt geht es um den Autofokus, und zwar wird die 5D Mark IV 61 Autofokuspunkte haben und 41 davon sind Cross-Type. Das heißt, wir haben hier einen sehr schnellen Autofokus und das Ganze geht Hand in Hand mit den 9 Bildern pro Sekunde. Sehr gut für Sportfotografie oder Dinge, die sich schnell bewegen, wie zum Beispiel auch Tiere. Mit dem 14. Fakt nähern wir uns schon fast dem Ende dieses Videos, und zwar geht es in diesem Fakt um das Gewicht der neuen 5D, und das Gewicht wird sich trotz all dieser neuen Features, die da reingepackt wurden, im Vergleich zu 5D Mark III ein wenig reduzieren. Kommen wir nun zum 15. und somit auch letzten Fakt dieses Videos, und zwar wird die neue 5D Mark IV ein neues Kit-Objektiv bekommen. Bei der 5D Mark III war es ja ein 24 bis 105 mm f4 Objektiv, und manche spekulieren schon, dass es einfach nur ein weiteres 24 bis 105 mm Objektiv, diesmal aber vielleicht mit f2.8 oder sogar einer noch besseren Blendenzahl sein wird. Wir wissen es noch nicht, auf jeden Fall wird dieses Objektiv höchstwahrscheinlich mit dem neuen Power Zoom Adapter kompatibel sein. Und das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe natürlich, wenn man das euch gefallen hat. Hier links geht es zu meinem letzten Tutorial und darunter zu meinem letzten Review von einem Mantona Stativ. Das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.